Es ist wieder mal soweit in Regen im Bayerischen Wald. Alle zwei Jahre Pfingsten zieht die niederbayerische Kreisstadt Musikanten und Volksmusikbegeisterte magisch an. Aus ganz Bayern und von noch viel weiter her kommen's zum größten Volksmusikfest im Freistaat, zum Drumherum. Und während in der Stadt schon die ersten Weisenblasen werden, sind die Regener selber noch mit dem Aufbauen beschäftigt. Alle helfen zusammen. Auch der Sepp Falter, der örtliche Brauereibesitzer, backt wie jedes Mal selber mit an. Bald geht der große Ansturm los. Und? Wie ist das Pfui? Super. Super. Ja. Mit wie viel Leuten rechnet's? Ja, 50.000. 50.000. Hoffen wir schon rauskommen. Aha. Und später spielt auch super mit. Optimal, ja. Gell? Und jetzt sind wir auch ziemlich fertig jetzt da mit dem Ausliefern und mit dem Aufbauen. Jetzt kann's gehen. Und was ist für dich drumherum? Haferarbeit. Drumherum, was ist das für dich? Schei. Einfach nur schei. Voll Arbeit, aber schei. Wer bist jetzt du? Ich bin der Mesner. Der Mesner von Ring? Ja, ich glaube. Und drumherum, was ist das für dich? Drumherum ist der Wahnsinn. Das schönste Fest von ganz Bayern. Tausende von Musikanten, tausende von Leuten. Und das Wetter passt heuer auch noch. Schöner kann es nicht sein. Jeder Mesner fährt zur Maschine und nicht jede Stadt nimmt Tausende von Besuchern mit so offenen Armen auf wie Regen. 2500 Musikanten müssen untergebracht werden. In der Volkshochschule holen sie sich die Schlüssel für ihre Quartiere ab. Da, in dem orangen T-Shirt, steht der Organisator vom Drumherum, der Roland Pongratz. Er hat das Festival 1998 ins Leben gerufen und ist bis heute die Seele davon. Von Mal zu Mal kommen mehr Besucher, was für den Roland und seine Helfer eine große Herausforderung ist. Roland, die Ruhe vorm Sturm, wie geht's da? Gut geht's. Jetzt steht alles, man kann nicht mehr viel aufhalten. Jetzt passiert das, was passieren muss. Und die Leute kommen schon langsam daher. Und ja, an allen Ecken und Enden fängt schon langsam zum Sommer und Brummen an. Dort trifft sich gerade eine der jungen Volksmusikgruppen, die für das Drumherum so typisch sind. Aus Heubayern sind sie angereist und die Freiheit ist riesengroß. Servus! International, oder? Ja, ganz genau. Woher? Ja. Aus Württemberg-Donau sind wir gerade angereist. Hauptsächlich. Hauptsächlich. Also Oberpfalz. Ja. Franken. Ja. Franken, Oberbayern. Oberbayern. Niederbayern. Niederbayern. Die meisten aus der Oberpfalz. Und was ist für euch drumherum? Drumherum? Super gemütliches Wochenende, entspanntes Wochenende, wo man viel Leute trifft, wo man viel Leute kennt, viel Leute trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und einfach entspanntes Musizieren, Ferien. Was ist Kaiserschmarrn genau? Kaiserschmarrn ist die junge, wilde Volksmusik. Narrisch, ein wenig. Wo habt ihr euch kennengelernt? Überall. Auf Seminare, aber der erste große Auftritt war schon da im Drumherum. Das war für uns die Initialzündung. Am schönen weißen Mann, am schönen weißen Mann.
Der Roland Pongratz ist ein gefragter Mann. Sein Handy ist im Dauereinsatz. Damit für Musikanten und Besucher alles passt, ist der Organisator vom Drumherum überall in der Stadt unterwegs. Roland, es geht so in der Stadt. Was macht das Drumherum für dich aus? Das Drumherum macht das aus, dass es einfach eine bunte Mischung von ganz frei ist. Das fängt an bei ganz traditioneller Musik und geht bis zu einer experimentellen Geschichte und Herangehensweise, wo wir Überlieferung nehmen und bringen ihre eigenen Ideen und ganz moderne Aspekte mit ein. Und so entsteht dann ein Programm, das ungefähr 530 Stunden dauert, wenn man alles aneinander reihen darf. 530 Stunden Musik über die Pfingsttage. Da ist für jeden was dabei, von traditionell bis experimentell. Wenn die Gruppen nicht gerade auf einer festen Bühne eingeteilt sind, sind sie in der Stadt unterwegs und suchen sie selber ihr Platzl zum Spielen. So wie die Fußbandhofi-Musi aus Blining bei München, die gerade mitten auf dem Stadtplatz ihre Instrumente auspackt. Ganz wichtig sind die Fußbandhofin, weil ohne die geht gar nichts. Aufgespielt wird, ist sofort das Publikum da. Und das macht es drumherum aus, dass man direkt an den Musikanten dran ist und nach dem wohlverdienten Applaus ganz ungezwungen mit Erna ins Gespräch kommt. Wie kommt's jetzt auf den Namen Fußbandhofin? Mei, bei unserer Namensgebung haben wir uns halt überlegt, dass wir gern was Gemütliches hätten. Und nachdem wir drei Frauen sind, die alle kalte Füße haben im Winter, haben wir beschlossen, heißen wir Fußbandhofin. Und der Heini, damit man gleich mal sieht, dass er nicht unter dem Pantoffel steht, darf er selber welche anhaben. Dankeschön. Was spielt ihr alles für Musik? Ja, wir spielen schon 27 Jahre. Und das hat sich so entwickelt, dass wir schon langsam angefangen haben mit selber machen, Stückel selber machen. Und mittlerweile haben wir nur selber gemacht, die Sachen. Dann wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Freude und schöne Begegnungen. Danke. Danke gleichfalls. Danke. Der beste Ort für Begegnungen ganz unterschiedlicher Art ist der Stadtpark von Regen. Gerade bei dem schönen Wetter kommen sie gern in die grüne Oase, zum Spulen und zum Herren. Musikanten schließen sich spontan zu Gruppen zusammen und haben einen riesen Gaudi miteinander. Das Publikum zieht von einem zum anderen und freut sich an der musikalischen Vielfalt, wenn es nicht vor lauter Begeisterung selber das Tanzbein schwingt. Die zwei waren schon öfters beim Drumherum und sind mit ihrem Lauterwagerl bestens ausgerüstet für den Auftritt im Park. Der Anderl und der Steff kommen aus Zwiesel und haben eine ganz feine Musi mitgebracht. Musik.
Was war das jetzt für Stickel? Das war jetzt der Mika-Schottisch. Wer hat den gemacht? Ich selber. Den hast du selber geschrieben? Der heißt so, weil der ist an einem Mittwoch geschrieben worden. Also Mika heißt ja Mittwoch und Schottisch ist die Tanzart. Sehr gut, ganz gut. Wer nicht im Park ist an dem heißen Tag, sucht sich in der Stadt ein schattiges Platzerl. Der Biergarten vom Gasthof Falter ist da ein weiterer Anziehungspunkt für Musikanten und Zuhörer. Bei einem frisch zapften Bier aus dem Brunnen sitzt man gemütlich zusammen und ratscht. Und natürlich dauert es nicht lang bis zur nächsten musikalischen Einlage. Liebe Leute, darf ich euch ein bisschen um Start bitten? Wir sind der Duschelhofgesang aus dem Rottal. Das sind meine Kinder. Und wir haben zwei bärige Musikanten aus Oberösterreich aufgehobelt. Und wir würden euch jetzt gern eins aufsingen. Beim Wirt, da spielt der Musi auf, da wird ein lustig tanzt. Und ich muss ich bleib mit daheim, heut geh ich auf den Tanz. Trompeten spielen schön, eins, zwei, drei, die Klarinetten trillen ein, der Bumperton, der brummt dazu. Heut tanzen wir bis in Fruhr. Die Dirndl sind so sauber gewandt und daum die Blitzen teil. Wenn Bohri recht a Schiene ist, da sind die Burme schnell. Trompeten spulen sie eins, zwei, drei. Roland, woher kommen die Gruppen? Die kommen aus allen Regionen Bayerns. Also wirklich aus jedem Regierungsbezirk sind welche da und dann aus insgesamt 12 verschiedenen Ländern. Und was eigentlich das Besondere ist jetzt beim Drumherum, die werden jetzt nicht gecastet oder irgend sowas oder wir lohnen die alle einzeln ein, sondern die Gruppen bewerben sich praktisch bei uns und sagen, hey, wir würden da gerne mitmachen. Und wenn die auch noch halbwegs ins Programm passen, dann sind die mit dabei. Was verdienen die Musikanten? Ja, die Musikanten verdienen einen ganz großen Applaus und sonst beim Drumherum gar nichts. Sie kriegen keine Gage, sondern es gibt für die nur freie Übernachtung und Frühstück. Wahrscheinlich einzigartig in der deutschen Festivallandschaft. Auch ohne Gage kommen immer wieder alle gern. Das da ist die Gruppe Ochovan aus der Slowakei, die mit ihren furiosen Tänzen eine ganz eigene Farbe ins Drumherum noch Regen bringt. Von der Slowakei zurück nach Bayern. Da haben die Dirndl und Burschen vom Chiemgauer Alpenverband ihren Auftritt auf der Hauptbühne am Stadtplatz. Dran und Platteln nach alter Tradition. Für die jungen Tänzer fast ein Hochleistungssport, für die Zuschauer eine Augenweide.
Unterschied von einem Gaufest zum Drumherum zu dem Volksmusikspektakel? Das ist natürlich ganz was anderes. Gaufest hat ja für uns einen ganz hohen kulturellen Stellenwert. Da wollen wir ja bewusst unser Gaufest machen. Und das Drumherum ist natürlich eine Begegnung von vielen kulturellen Sachen und auch, jetzt, auch von Regionen natürlich. Es ist ja viel in der Presse schon gewesen. Und wir haben jetzt festgestellt, es ist eigentlich gar nicht so, dass wir da jetzt irgendwie ein Problem hätten mit anderen volksmusikalischen oder Drei-Mix-Geschichten. Das drehen sich da wunderbar auf und wir haben da in keinster Weise irgendein Problem. Was gefällt euch am Drumherum? Wir haben lauter junge Leute dabei, so zwischen 17 und 25 ungefähr. Und wir können einfach unter die Leute was auftreten und sind einfach direkt an die Zuschauer dran und die fragen uns, wo kommt ihr her und was macht ihr? Und sagen, wie schön die Gredelfrisur ist und wo kommt der Herr Gansbart her und so. Und da haben wir einfach direkt an die Leute, die wir nicht kennen und die interessieren sich für uns, das ist total schön. Ja, ja, ich finde auch voll besonders, dass einfach so viele verschiedene Leute da sind. Also oft schauen ein paar Leute gar nicht aus, als würden sie sich für Volksmusik interessieren und fragen aber dann am meisten. Also es ist ganz schön, dass man die einfach auch mal erwischt und nicht die üblichen Trachtler oder Musikanten, gerade andere auch mal. Begegnungen, die für beide Seiten wertvoll sind. Um diese einmalige Mischung zustande zu bringen, ist lange und intensive Vorarbeit nötig. Im kleinen Büro der Familie Pongratz herrscht schon Monate vor dem Festival Hochbetrieb. Die Mama von Roland Pongratz, die Christel, ist schon seit dem ersten Drumherum mit dabei. Genauso wie ihr Mann, der Hans. Damals war die Organisation noch reine Familienangelegenheit. Inzwischen haben sie Verstärkung durch die Lisa Köck. Sie ist Eventmanagerin. Wir werden es auf alle Fälle probieren, aber ich kann das echt nicht versprechen. Weil natürlich seit es drumherum so groß geworden ist, laufen in der Vorbereitung beim Pongratz tausende von Nachrichten ein. Stehen Fax und Telefon nicht mehr still. Aber ich habe es auf alle Fälle aufgestimmt und ich schaue schon, dass wir es irgendwie hinkriegen. Am Freitag auf die Nacht. Im Endspurt, ein paar Wochen vor dem Festival, zirkt sich der Roland zusammen mit seiner Frau Sonja für ein paar Tage zurück und legt das endgültige Programm fest. Eine wahre Präzisionsarbeit. Über 400 Musikgruppen, die alle ihre eigenen Wünsche und Vorlieben haben, müssen geschickt auf die vielen Spielorte in der Stadt und Umgebung verteilt werden. Die zwei ins Bermuda, das gelangt dann eben, da geht's eben. Das ist ein guter Bar. Aber die haben das letzte Mal so gute Erfahrungen mit dem Wirt gemacht, den ich hat's da so taugt. Die werden auf alle Fälle wieder spielen. Die zwei, von denen der Roland Pongratz gerade gesprochen hat, sind fränkische Gruppen. Boxgalopp und die Kapelle Rohrfrei. Beim letzten Drumherum haben sie im Bermuda-Pilzpub mitten in der Stadt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und auch diesmal kommen die Zuhörer in Scharen. Wir sind Boxgalopp und die Kapelle Rohrfrei, mehrheitlich aus Franken. Aber jetzt haben wir einen Allgäuer Anna dabei, der öfter mal mit uns spielt, der Hansjörg. Bin mir ganz sicher, was er dabei hat, der Posaune wahrscheinlich. Ne? Genau. Also gut, wir spielen jetzt für euch Musik aus dem schönen Frankenland, im Pitzbad Bermuda, in Regen. Und wisst ihr was? Wir spielen jetzt ein Stück für euch aus Franken und das heißt Bärendreck. Applaus! Thank you.
Katja, war das jetzt ein typisch fränkischer Dreher? Also vom Tempo her ja. Ich würde sagen, von der Herkunft her sowieso, weil ihn der David komponiert hat, unser Akkordeonist. Ansonsten hat man vielleicht gemerkt, dass so die Harmonien ein bisschen von dem abweichen, wie man sich normalerweise so die gängige fränkische Volksmusik vorstellt. Aber das liegt ja auch an der eigenen Vorstellung, ob das jetzt typisch war oder nicht. Also für uns war es typisch. Du, und was spielst jetzt du da genau? Es nennt sich Helikon und ist eigentlich nur eine andere Bauform einer B-Tuba. Und wie schwer ist das Ding? Knapp 10 Kilo. Respekt. Dankeschön, Dankeschön. Magst du das einmal? Tu es einmal her. Ja, spinnst du. Ja, das ist ja total schwer. Ich nehme es freiwillig wieder. Und die schleppst du durchs Drumherum durch? Nur, wenn es unbedingt sein muss. Also das habe ich mir schon gut überlegt, wann ich wo heute hin muss. Und wenn es sein muss, aber gehe ich damit meilenweit. Wie lange Spielzeit noch? Bis sie uns rausschmeißen. In der Bäckerei Schnierle wird Korn rausgeschmissen. Da wird rund um die Uhr jede Hand braucht. Kein Wunder. Zehntausende von Besuchern 4 Tage lang mit Brot und frischen Semmeln zu versorgen, fordert von den Bäckern vollen Einsatz. Wann bist du heute aufgestanden? Um 11:30 bei der Nacht. 11:30 bei der Nacht. Und wie viel Semmel schießt du aus am Tag? Ja, zwischen 4.000 und 8.000 Semmeln, je nach Bestellung. Drumherum gar nichts mit? Nein, überhaupt nichts. Gar nichts. Außer über den Backsturm, heim, ins Bett, Schluck, aufstehen wieder, wieder in den Tag. Macht alles mit der Hand, oder wie? Semmel und Brezen, alles mit der Hand. Und alles frisch, immer ofenfrisch. Von dem außer. Habt ihr überhaupt keine Maschine, die das selber macht? Ja, wir haben schon Maschinen. Und momentan ist eine ausgefallen. Wir haben da eine große Anlage. Aber die steht. Technik ist jetzt auch nicht einmal so. Ne? Aber du ruhst in dir selber, oder? Du lässt dich nicht stressen. Es hilft dir nicht. Muss man halt so wie früher weiter tun. Ne? Ja. Dies ist das Drumherum ums Drumherum. Da werden gerade Zimtnudeln rausbacher. Hunderte am Tag. Eine heiß begehrte Spezialität. Die Bäckerin Bianca Schnierle und ihr Mann Martin haben die gastronomische Organisation für das ganze Drumherum übernommen. Nicht nur die Versorgung mit frischen Backwaren, auch Bratwurststandl, Fischbuden und Händelbroder wollen betreut werden. So ist die Bianca ständig im Einsatz. Und dann passiert auch noch das. Jetzt rufe ich den Bäcker an, ob mein Rennsemmel schon wieder geht. Weil das ist jetzt auch noch ausgefallen. Das ist jetzt der Idipfel noch. Was ist Rennsemmel? Rennsemmel ist unser kleiner AP. Das ist also. Papa, geht mein Rennsemmel schon wieder? Kannst du mir das dann sagen? Weil ich das brauche die ganz dringend, Papa. Du weißt das, also, da bringen wir 8 Körbe ins Rennsemmel. Das ist so wichtig für mich. Gell? Mal bitte, gell? Danke. Ja, bitte. Ach, geht noch nicht. Das Kupplungsseil ist abgerissen. Jetzt muss ich schauen, ob wir zaubern können. Für was bist jetzt du zuständig? Thomas, ja, was zum du? Ausliefern, Besorgungen machen, Bestellungen aufnehmen, wenn es mehr wird. Wie hat sich drumherum verändert? Hat sich verändert? Es hat sich verändert. Gewaltig verändert. Das ist. Die Masse ist einfach gewaltig geworden. Wir wissen oft selber nicht mehr, wie wir das bewältigen sollen. Jeder arbeitet, was er kann eigentlich und wirkt, aber es ist brutal geworden. Es ist, die Leute haben da nicht mehr, sag ich jetzt einmal, gar nicht mehr so gemütlich, wie es losgegangen ist. Jetzt kommen wir schon in so ein Ding rein, wo es richtig mehr zu einer Richtung festgeht. Das Leute sehen schon wieder, weil sie es selbst brauchen. Hey, tut mir leid, ich muss weiter. Ja? Diese jungen Burschen haben keinen Stress. Serious Six heißt die Gruppe, die bei jedem Drumherum ihre Bühne hinaus aufs Wasser verlegt und die Stadt Regen vom Fluss aus beschallt. Thank you.
spontanes Konzert unter freiem Himmel. Aber nicht nur das kann man da bei bestem Wetter genießen. Es gibt auch eine Volksmusikmesse, einen Handwerkermarkt und ein eigenes Kinderprogramm. Das Drumherum ist übrigens eines der wenigen Festivals, die keinen Eintritt kosten. Circa 50.000 Menschen an diesen Tagen mit kühlen Gerstensaft und anderen Getränken zu versorgen, bedeutet Schwerarbeit für die Mannschaft der Brauerei Falter. So sind beim Drumherum schon mal die Bratwürste ausgegangen, aber noch nie der Nachschub an Getränken. Trotzdem schaut Festivalorganisator Roland Pongratz immer wieder mal im Hof der Brauerei vorbei. Du Hansel, haben ihn schon gesucht. Servus. Servus. Roland, grüß dich. Und alles in Ordnung? Gestern noch alles gut umgegangen? Passt alles. Haben wir, glaube ich, alles gut bewirtet. Ja. Alles klar, zum Schluff reinkommen. Nein, geschlafen haben wir nicht viel. Aber also, ich eigentlich überhaupt nicht. Gar nicht? Nein. Das ist ein wenig. Ja, da hält man sich wieder ein wenig über Wasser. Und mir geht es eigentlich gut für das. Ja. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich bin wenigstens um 3:30 ins Bett gekommen. Und du? 4:00. 4:00? Okay, dann bin ich praktisch der mit dem längsten Schluff. Ja, und sonst habt ihr alles draus für heute, was wir brauchen? Ich seid schon, ja. Wir haben schon wieder für zum Nachschub bereit. Und ein Auto haben wir jetzt noch mehr dazu. Okay. Und dann passt das, glaube ich. Dann werden wir schon mitbringen den Tag, oder? Gut, alles klar. Und das Dreirad von der Bäckerin Schnierli geht auch wieder. Bianca hat das richten können, dein Papa. Ja, mein Papa ist ein Holzstück. Er hat jetzt Kupplungsseil gekriegt und jetzt können wir wieder fahren mit der Appe. Jetzt geht's dafür besser. Jetzt bin ich glücklich, weil wir den Seil wieder haben. Jetzt müssen wir fahren, was ist. Die warten schon, ich zeig. Also, renn los mit deiner Rennsemi. Mit dem Glorner Dreiradl kann die Bianca auch im größten Gedränge ihre ganzen Stände anfahren, die auf Zwetschgenbuffesen und Zimtnudeln warten. Da heißt's, Leid auf Zeiten, Rennsemi kommt. Eins freilich hat die Bianca nicht, Musikantenbussel. Die gibt's nämlich nur im Naschkastel bei der Susanne Treiber. Die selber gemachten Pralinen werden extra fürs Drumherum hergestellt. Sie sind bei allen begehrt, nicht nur bei den Musikanten. Vielleicht spült man noch so am süßen Bussel noch besser. Wer da Freude an der Musik kriegt und sich überlegt, ob er nicht selber mal spielen will, der kann Noten, Liedertexte, CDs und vieles mehr anschauen und kaufen. Und wie das in der Praxis klingt, kann man gleich neben dem Stand da lernen. Wer noch mehr über das Drumherum erfahren will, schlägt die Lokalzeitung auf, die regelmäßig eine Sonderausgabe mit Hintergrundberichten über das Festival und seine Macher herausgibt. Da wollte ich schon lang mal reinschauen, in einen der vielen Kurse, die beim Drumherum angeboten werden. Bei dem da bringt der Sepp Bergauer einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Interessenten die ersten Töne auf der Mundharmonika bei. Man nennt's auch Hosentascheninstrument, weil's in jede Hosentasche reinpasst. Ideal fürs Drumherum. Ja, super. Es ist nämlich wichtig, Tonleiter üben für den Anfänger, das A und O. Jetzt haben wir drum, jetzt müssen wir natürlich wieder runter. Spielbildlich.
Da schau her, schon nach kurzer Zeit klappt die Tonleiter. Die Schüler freuen sich und der Lehrer auch. Super. Wie kommt es jetzt hier auf die Mundharmonika? Was fasziniert euch da? Das kann man sogar allein spielen. Und es passt in jede Hand da. Genau. Ja. Und wir haben eine daheim gehabt. Genau. Und der Opa hat wahrscheinlich auch schon gespielt. Ja, oder? Vom Opa ausgeräumt. Tatsächlich? Echt? Ja. Hier steht dort 1936. Von 1936? Ja, genau, also wer das schon gespielt haben. Wer keine Mundharmonika geerbt hat, kann sich im Kurs für ein paar Euro eine kaufen. Aber wenn man mit einem größeren Instrument liebäugelt, dann gibt's auf dem Drumherum seit Neuestem eine andere Möglichkeit. Da machen wir im Kolpingsaal um eine Instrumentenversteigerung. Da haben wir über 70 Instrumente schon beieinander. Da brauchen wir natürlich Leute, die wo auch was kaufen wollen. Einfach die Hand auf ihm und dann kriegst du was. Da kriegst du die Information. Yes, du dir. Kannst du mal reinschauen, wann das ist. Und dann verkaufen wir was. Alles klar. Passt? Und da links schon Saitenholz- und Blechblasinstrumente, viele aus Nachlässen oder vom Dachboden. Wer mag, kann sich da die Grundausstattung für eine ganze Musikkapelle ersteigern. Der Auktionator, der Bernhard Reitberger, ist eigentlich Landwirt, aber sein schnelles Mundwerk hat er von seinem Nebenberuf als Viehversteigerer. Routiniert bringt er diesmal keine Kier, Stier und Kaiberl an den Mann, sondern Ziehharmonikas, Klarinetten und Tenorhirndl. Verkauft für 110 Euro. Fast geschenkt, oder? Den Herrn kennt ein jeder Volksmusikhörer von Bayern 1, genauer gesagt seine Stimme. Und da beim Drumherum kann man ihn live erleben. Auf der BR-Bühne, die jedes Mal die Zuschauer in Scharen anzieht. Stefan Frühbeiß, Leiter der Volksmusikabteilung im Bayerischen Rundfunk, stellt hier einem interessierten Publikum viele bekannte und noch unbekannte Gruppen vor. Was ist für ihn das Drumherum? Ein großartiges Spektakel, ein perfekter Zeitvertreib für Pfingsten. Und wenn sie es nicht gab, dann müssen wir es schleunigst erfinden. Das ist ein würdiges Fest für alle, die Volksmusik machen und die Volksmusik mengen. Und wie viele Stunden sind ihr oder nehmt ihr jetzt auf der BR-Bühne? Wir nehmen auf der BR-Bühne, ich habe es mal zusammengezählt, 61 Gruppen auf in 3 Tagen. Zwölf Stunden Programm. Wir fangen um 11 in der Früh an und wir hören um 11 auf die Nacht auf und spannen das ab 5. Dann ist jeder Platz hier auf diesem großen Platz doppelt besetzt. Man muss fast sagen, Bedienungen kommen nicht mehr durch. Das ist eine Schau. Eine Schau ist auch, dass der Roland Pongratz bei allem Einsatz auch noch die Zeit findet, auf seinem eigenen Festival selber zu spielen. Das lässt sich der Vollblutmusikant nicht nehmen und klangt mit seiner Gruppe F-Tamtam gefühlvoll in die Saiten. Thank you.
Nicht nur in der Stadt Regen wird musiziert und gesungen. Auch in den umliegenden Dörfern wird in den Wirtshäusern aufgespielt. In der Alten Post in March ist eine Gruppe aus der Steiermark zu Gast. Die Zitoler Tanzgeiger, die über die letzten Jahrzehnte frischen Wind in die traditionelle Geigenmusik gebracht haben. Ich hab die Regenjacken mit die Regen. In March begrüßen sie uns mit einem typischen Jodler aus ihrer steirischen Heimat, dem Revöller. Sind zum ersten Mal auf dem Drumherum. Und da hat mich natürlich interessiert, wie es dem Chef der Gruppe, an Hermann Hertel, gefällt. Was sagt ihr zu dem Festival, dass das gibt? Wie ist das für euch? Ja, es ist ein besonderes Leben, dieser Musik. Ne? Und ich glaube, es braucht, also Kulturäußerungen brauchen auch ihre Messe oder ihre Darstellung. Das ist schon sehr wichtig, dass das gemacht wird und dass die Medien dabei sind. Und natürlich auch die Begegnungen. Das ist ja wie ein Markt. Nicht? Es kann sein, dass man da den Bassgeiger kennenlernt. Mit dem man seines Lebens. Ja, entweder das Leben verbringen möchte oder einfach spielen möchte. Nicht? Oder so, ja. Vincent, wie ist es für dich? Ja, ich habe das jetzt schon sehr genossen. Also gestern schon. Sehr lang. Und habe mit ganz vielen Leuten zusammengespielt. Mit verschiedenen, was ich noch nicht kennt habe. Und es war eine klasse Begegnung. Du bist zum ersten Mal beim Drumherum? Genau, ja. Mhm. Wie siehst du die Entwicklung von der Volksmusik? Also ich finde es sehr, sehr gut, also sehr, auch sehr vielfältig. Also die jungen Leute haben heute keine Berührungsängste mehr. Früher hat man sich entscheiden müssen, wäre ich Volksmusiker oder wäre ich Klassiker oder wäre ich Scheißer. Ich finde es ganz faszinierend, dass es heute drinnen Platz hat. Ich habe keine Angst um die Volksmusik mehr. Mit einer Mischung aus Sägespänen, Kolophonium und Feldspat, auf der die Sohlen der Tänzer wie von selber gleiten. So bringt der Hermann Hertel als alter Hase die Paare auf den Tanzboden richtig in Fahrt. Vorher nur ein bisschen Kühlung und dann geht's los. Es gibt mehrere Varianten. Ihr auch zum Rollen? Oder ihr auch zu die schönere Hof? Da muss man sich einfach gegenüber anschauen, ob das sich auszahlt. Dann gibt es noch ein Kommando, ja, zu einer Jungfrau. Da muss man sich einfach erkundigen. Können wir das so halten, wenn ich eine rufe, dass da ein Echo kommt? Ja? Probieren wir es mit dem dritten, ja, zu einer Jungfrau hat. Ja, passt. Sie dient fürs Geld und eine Musi, die Leute zusammenbringt. Dafür ist es drumherum bekannt und immer wieder ein Erlebnis. Dieses große Musikantentreffen zeigt, wie vielseitig unsere Volksmusik ist. Egal, ob man selber spielt, singt oder tanzt oder nur zuhört. Wer einmal dabei war, kommt bestimmt wieder.